Liebe Pilzfreunde, ihr glaubt's nie, was gerade passiert ist. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Waldrunde. Heute gibt's eine Doppelwaldrunde. Erst bin ich hier jetzt im Nadel- und Nadelmischwald unterwegs und dann geht's weiter in den Auwald. Was wären heute die beiden Maximalziele? Erst der Märzschneckling, dann die Morchelbecherlinge. Beide Arten haben wir dieses Jahr noch nicht finden können. Ja, und mittlerweile befinden wir uns jetzt in dem Bereich, wo ich sagen würde, jetzt sind Funde vom Märzschneckling auch bei uns in der Region realistisch. Warum? Die früheste Kartierung, die ich finden konnte, war vom 19. März. Ja, da sind wir noch 2-3 Tage weg, aber sehr, sehr milder Start ins Jahr. Und dementsprechend könnte es schon sein, dass vielleicht die ersten Märzschnecklinge da sind. Märzschnecklinge, eine wunderschöne, sehr, sehr seltene und auch geschützte Art. Ja, und mir geht es nicht darum, die jetzt für Speisezwecke zu sammeln, sondern möglichst zu schauen, sind die an den bekannten Stellen gekommen und wenn sie da sind, finden wir vielleicht weitere Habitate dieser ganz, ganz seltenen und wunderschönen Art. Bei den Morchelbecherlingen sieht es ein bisschen anders aus. Da schauen wir einfach mal, ist der erste Morchelbecherling da und wenn sich tatsächlich vielleicht schon ein paar größere Funde machen lassen, vielleicht packen wir uns dann von denen auch ein paar in den Speisepilzkorb. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall, wie immer, ganz, ganz spannend. Ja, gibt nichts Spannenderes als Erkundungstouren und nachschauen, ob sich Arten das erste Mal in einem Pilzjahr zeigen. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann hoffen wir auf die ersten Märzschnecklinge und die ersten Morchelbecherlinge. Auf geht's! Schaut's mal, was ich auf den ersten Metern gleich entdeckt habe. Und zusätzlich kommt gleich die Sonne raus. Der erste Fund des Tages, nicht der erste Märzschneckling, nicht der erste Morchelbecherling, sondern tatsächlich etwas, was so richtig nach Pilz aussieht. Der erste Dachpilz 2024. Natürlich musste ich mir den jetzt mal genauer anschauen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Dachpilz ist. Es ist der erste dieses Jahr. Ja, und auch so Funde machen natürlich Spaß. Vor allem dann, wenn man mit sowas eigentlich überhaupt nicht gerechnet hat. Wie gesagt, spekuliert hätte ich jetzt erstmal oder gehofft hätte ich auf die ersten Morchelbecherlinge nachher im Auwald oder vielleicht hier sogar dann die ersten Märzschnecklinge und nicht auf Dachpilze. Was macht die Dachpilze aus? Ja, da gibt es 2, 3, 4 ganz, ganz wichtige Merkmale, an denen man so einen Dachpilz erkennt. Erstmal typischer Aufbau des Fruchtkörpers, Stiel, relativ kreisrunder Hut mit verschiedenen Hutfarben, gerne bräunlich, graubräunlich, gräulich, grauschwärzlich, Lamellen, die frei stehen, also nicht am Stiel angewachsen sind. Typisch faseriges Fleisch und ganz, ganz wichtig, die Lamellenfarbe. Jung sind die Lamellen bei ganz vielen Dachpilzen sehr, sehr, sehr hell und im Alter verfärben die sich immer so ein bisschen rosastichig, also gern so ein bisschen ja, rosa-bräunlich, ganz hell trifft es eigentlich ganz gut und das kommt durch das rosastichige Sporenpulver. Und je heller die Lamellen sind, desto weiter von der Sporenreife ist man da bei so einem Fruchtkörper im Prinzip entfernt. Bei den Dachpilzen gibt es eigentlich keine gefährlichen Giftpilze. Ja, und das ist ein großer Vorteil, denn die Dachpilze auf Artebene zu bestimmen, ist ganz oft so gut wie unmöglich, zumindest dann, wenn man diese Dachpilze zubereiten möchte. Ja, man kann die natürlich unter das Mikroskop legen, aber wer macht das schon, dass er sagt, okay, ich sammle jetzt 5 Dachpilze, dann lasse ich die meinetwegen über Nacht auf einem Objektträger aussporen. Leg die anderen in den Kühlschrank, schau dann unter dem Mikroskop, welche Art es genau ist. Ja, und zieh mir dann am nächsten Tag die restlichen Fruchtkörper rein. Nee, das macht eigentlich keiner. Wenn man da wirklich ganz, ganz sicher wissen will, um welchen Dachpilz es sich handelt, dann nimmt man sich halt 1, 2 Exemplare fürs Mikroskop mit. Ja, wenn es nur darum geht, die für Speisezwecke zu sammeln, dann reicht normalerweise diese Eingrenzung auf Dachpilz in der Regel aus. Gibt zwar schon so ein paar Arten, die ein bisschen besser schmecken und einige, die vielleicht an der Grenze zur Ungenießbarkeit sind. Aber wirkliche Giftpilze gibt es innerhalb der Gattung der Dachpilze, zumindest soweit ich es gerade im Kopf habe, eigentlich nicht. Ja, ich würde sagen, der Nadelwald erwacht. Jetzt hat man gerade zum Start in die Runde einen der Dachpilze und hier ein paar Meter weiter klappt schon mit dem nächsten Fund. Dieses Mal aber ein Giftpilz mit sehr, sehr unangenehmem, bitteren Geschmack. Ja, das nenne ich mal Traumkombination. Ist immer nicht das Schlechteste, wenn giftige Arten einen ungenießbaren, unangenehmen Geschmack besitzen. Das hält dann nämlich bei einer Verwechslung vom Verzehr ab. Welche Art haben wir denn hier überhaupt? Es sollte der grünblättrige Schwefelkopf sein.
Auch Neuankömmling hatten wir 2024 zumindest, soweit ich es im Kopf habe, noch nicht. Rauchblättrige haben wir schon gefunden, aber grünblättrige noch nicht. Was wirklich ein großer Nachteil von den Märzschnecklingen ist, die haben eigentlich typische Steinfarben. Und immer wenn man dann um so eine Tanne kreucht und fleucht, um zu schauen, ob sich hier vielleicht ein Märzschneckling blicken lässt, ja, und dann blitzt so ein Stein aus dem Laub raus. Da zuckt man wirklich jedes Mal, egal wie oft es schon passiert ist, zusammen, weil man denkt, jetzt hat es endlich geklappt. Auch hier ist es leider nur ein Stein. Ja, wir sind aber noch ganz am Anfang. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viele Tannen vor uns, die wir heute kontrollieren müssen. Liebe Pilzfreunde, ihr glaubt nie, was gerade passiert ist. Jetzt bin ich das Habitat wirklich in alle Himmelsrichtungen mehrmals abgeschritten, habe ganz, ganz genau geschaut und nichts gefunden. Da habe ich mir gedacht, gut, dauert vielleicht noch ein, zwei Wochen bei uns. Lassen wir es gut sein, aber wir hatten gestern in der WhatsApp-Gruppe mit unseren Moderatoren von der Pilzgruppe so ein bisschen die Diskussion, wie so ein typisches Märzschnecklingshabitat denn eigentlich jetzt wirklich aussieht, weil es da so ein paar widersprüchliche Angaben im Netz zu finden gibt. Ja, und so sieht es aus. Vielfältiger Mischwald, Kiefern, Buchen, Fichten, Lärchen, vielleicht noch die ein oder andere Eiche, Hasel steht irgendwo auch ein bisschen dazwischen und irgendwo vielleicht auch Tannen. Also hier ist nicht so das ganz, ganz typische Habitat. Normalerweise liest man nämlich auch ganz oft, ja, dass die nur bei Weißtanne wachsen oder vor allem bei Weißtanne. Hier ist es nicht so, aber ich habe eben nichts gefunden, habe das in die Gruppe nochmal posten wollen, das Habitat zeigen wollen. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Servus, gestern war ja so ein bisschen die Diskussion in der Gruppe, wie so ein typisches Märzschnecklingshabitat bei uns aussieht. Und ich glaub's nicht. No way. Kein Scherz, es ist nicht gelogen. Ich wollte gerade sagen, noch sind sie nicht da. Und jetzt habe ich sie wegen dem Video doch entdeckt. Ohne Witz, ist nicht gefaked. Kein fucking Scherz. Es sind doch Märzschnecklinge gewachsen. Schaut euch das an. Ja, und so sieht also ein typisches Märzschnecklingshabitat aus. Ich glaub's ja nicht. Ja, und dementsprechend ist es. Wir haben tatsächlich die ersten Märzschnecklinge dieses Jahr gefunden und es sind viel, viel, viel jüngere, schönere Fruchtkörper als im letzten Jahr. Gut, da war es Ende April, da war es ja schon auf dem allerletzten Drücker. Ja, und so schön können Märzschnecklinge aussehen. Nochmal zusammengefasst, Märzschneckling wäre laut der Literatur essbar und ein sehr, sehr guter Speisepilz, aber er ist sehr, sehr selten. Dementsprechend geschützt und darf nicht gesammelt werden. Sicherlich einer der schönsten Funde 2024 bisher. Woran merkt man, dass man im Paradies lebt? Man findet wunderschöne Märzschnecklinge, setzt sich 5 Minuten ins Auto und ist mitten im schönsten Morchel- und Werpelhabitat. Morcheln gibt es hier vor allem Speisemorcheln, für die ist es noch zu früh. Zu den Werpeln will ich gar nicht unbedingt schauen. Die hatten wir ja gestern schon, aber hier gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo es in vielen Jahren ganz, ganz tolle Vorkommen an Morchelbecherlingen hat. So auch letztes Jahr und da werden wir jetzt gezielt noch ein paar Stellen anlaufen und schauen, ob es vielleicht wirklich heute auch noch mit dem ersten Morchelbecherling für uns klappt. Wer mag, gerne wieder Daumen drücken. Hier sehen wir jetzt erstmal Seidelbast. Seidelbast ist ein ganz, ganz typischer Auwaldbewohner bei uns, der im Prinzip eigentlich in allen Morchel- und Werpelhabitaten rumsteht. Wunderschön, diese Farbkombination aus grünen Blättern und pinken Blüten. Heute ist schon wieder so ein Tag, wo ich mir denke, es läuft. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin hier, ja, geschätzt einen halben Meter vom Weg weg und es hagelt Morchelbecherlingsfunde. Noch sehr, sehr jung und klein, aber unzählige Fruchtkörper. Sollen wir sie mal durchgehen? Da haben wir die Nummer 1, den habe ich als erstes gesehen. Die Nummer 2, soweit so harmlos und dann wird es auch schon richtig interessant. Wie viele Fruchtkörper sind es? Ich weiß es nicht. 5, 6, 7, 8. Hier hinten geht es weiter. Noch mehr Morchelbecherlinge. Noch mehr Morchelbecherlinge. Auch hier, da teilweise schon ein bisschen größer. Und hier sehen wir schon das nächste schöne Nest mit Morchelbecherlingen. Auch hier hinten geht es weiter. Weitere Morchelbecherlinge. Da sehe ich den nächsten. Ja, und ich habe noch nicht mal genauer geschaut. Die ersten Morchelbecherlinge 2024. Und dieses Mal nicht wie letztes Jahr ein Einzelfund,
sondern, ja, wie viele werden es sein? 20, 30, wer bietet mehr? Wahnsinn, wie das dieses Jahr losgeht. Und was für ein Wochenende. Gestern die ersten Werpeln, heute die ersten Märzschnecklinge und jetzt schon Morchelbecherlinge ohne Ende. Jetzt müssen wir hier natürlich rumschauen. Schauen wir mal, ob wir die 100 Fruchtkörper heute voll bekommen. Jetzt erstmal ein paar schöne Bilder machen. Ein paar Meter weiter gibt es anscheinend auch schon ein paar größere Morchelbecherlinge. Ja, und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, hier fast eine Woche oder so zu spät herzufahren. Vielleicht wäre da tatsächlich auch letzte oder vielleicht sogar vorletzte Woche ein Rekordfund möglich gewesen. Ja, aber man kann nicht alles haben. Wir haben so viele schöne Habitate, da hat man leider die Qual der Wahl. Und somit ist die Entscheidung, schaut mal, da drunter ist schon der nächste, eher in Richtung Spitzmorchel und böhmische Werpel gefallen und nicht auf dieses wunderschöne Morchelbecherlingshabitat. Trotzdem, sehr, sehr früh im Jahr schon relativ große Fruchtkörper. Muss mal schauen, wie groß die letztes Jahr um diese Zeit waren. Und während es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen zu tröpfeln beginnt, entdecken wir hier schon die nächste Stelle mit ganz, ganz vielen Morchelbecherlingen. Kann man das schon Morchelbecherlinge ohne Ende nennen? Ich glaube schon. Weiter geht's mit Morchelbecherlingen. Ja, nicht in allen Altersstufen, aber in verschiedenen Altersstufen. Hier ganz, ganz klein und noch relativ winzig. Da vorne ein bisschen größer im Doppelpack. Hier einzeln wachsend. Hier sogar ein Dreierpack. Da drunter, was ist das? Auch ein Dreierpack, Viererpack, Fünferpack. Warum auch nicht? Und hier drüben tatsächlich der bisher größte Morchelbecherling 2024. Der wächst hier mindestens seit 2 Wochen. Ja, und wenn ich jetzt nur kurz den Blick hebe, ich habe schon wieder was entdeckt. Schaut mal nach da vorne, der nächste große Spot. Was für ein wunderschönes Morchelbecherlingshabitat. Wahnsinn, was hier jetzt gerade im Auwald passiert. Gerade war noch schönster Sonnenschein, dann hat es zugezogen. Ich schaue aufs Regenradar, es kommt rot daher und jetzt haben wir sogar Hagel. Zum Glück nur Kleinkönig, weil den Helm habe ich nicht dabei. Ja, aber jetzt heißt es schnurstracks zurück zum Auto. Ich hoffe, ihr versteht es mich noch. Ja, ich bin pitschepatsche nass und muss die Tour hier, so schön es auch war, leider abbrechen. Habt alle einen schönen Sonntagabend und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Hoffentlich kommen hier noch ein paar Liter zusammen. Macht es gut.